In Mission 2 bekommen wir endlich die Spanier zu Gesicht in Form einer römischen Stadt im Osten der Karte, die es zu zerstören gilt. Diese Karte hat aber ein paar Eigenheiten, die ihr beachten müsst. Kohle, Eisen und Stein sind kein Problem, es gibt jedoch nur einen Ort, wo ihr angeln, Wasser schöpfen und Gold fördern könnt, und zwar an diesem Ort im Zentrum eures Startgebiets. Die Vorkommen hier werden per Zauber aufgefüllt, wenn ihr genug Kills sammelt. Allerdings war dem Mapper wohl nicht klar, dass der Fischzauber nicht auf Flussfeldern wirkt. Entgegen der Kartentipps war es aber dennoch nicht nötig, die Goldminen mit Brot zu beliefern. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass ich die Goldvorkommen erst viel zu spät entdeckt und zuerst mit Holz zu Gold sowie Beförderung gearbeitet habe. Im Norden gibt es außerdem wieder sehr viele Rehe, da der Mapper hinter dieser Karte wohl fand, dass Jäger sonst nicht nützlich genug sind. Ansonsten gilt auch hier warten, bis ihr stark genug seid, beziehungsweise die Römer durch ihre regelmäßigen Angriffe stark genug geschwächt sind, dass ihr in die Offensive gehen könnt. Wenn ihr mit Ubo spielt, eignen sich auch Blasrohrschützen gut für die übliche Bogen-Dieb-Kombo. Sobald ihr die Römer besiegt habt, kommen wir aber tatsächlich zu einer etwas spannenderen Mission.